Hannah. Bevor Vater gestorben ist, musste ich ihm versprechen, dass ich sein Erbe antrete. Tristan, deine Stimme entscheidet. Ich entscheide zum Wohl der Firma. Ich wähle Hagen. Was hast du vor? Kämpfen. Ich bin derjenige, der diese Familie führen sollte. Koste es, was es wolle. Sie ist nicht mehr deine Frau. Doch, das ist sie. Dana? Sollen wir springen? Dana! Hier bist du. Ich hab dich schon gesucht. Ich bin gerade erst reingekommen. Du bist so schnell nach dem Frühstück losgestürzt. Ist alles in Ordnung? Nein. Dana? Ich habe gedacht, dass ich sie treffe, dass ich hatte so ein Gefühl, dass sie an einem bestimmten Ort wäre und dort auf mich warten würde. Aber sie war nicht da? Nein. Ja. Nach allem, was passiert ist, kann ich ihr wohl kaum einen Vorwurf machen. Der gute Sascha scheint auch schon da zu sein. Gut, dann übernehme ich jetzt mal hier die Schicht. Bist du sicher, dass du alleine klarkommst bei LCL, Schatz? Okay. Du, ich muss Schluss machen. Ich muss mich hier gerade um was kümmern, ja? Bis dann. Was machst du da? Wer war das? Deine Freundin? Was geht dich das an? Okay, hör zu. Du bewegst deinen Arsch jetzt hier raus oder ich rufe die Polizei. Du willst die Polizei rufen? Hör zu. Dann schauen wir mal, was passiert. Sag mal, wie heiß wird eigentlich so ein Ding hier? Was? 200 Grad. Wieso? Was weiß ich? Stimmt, ganz schön unangenehm, wenn man seine Hand dazwischen kriegt. Okay, wer bist du und was willst du von mir? Mein Name ist Marco Decker. Meine Freundin nennt mich Mütze. Ich habe meine Leute in den Knast gebracht. Du und vor allem dein beschissener Kumpel. Das muss sehr merkwürdig für dich sein. Du hast so lange ums Überleben gekämpft. Jetzt bist du zurückgekommen und nichts ist mehr, wie es mal war. Aber glaub mir, wenn zwei Menschen so eng miteinander verbunden waren wie du und Dana, dann hört das nicht einfach so auf. Es ist vorbei. Oh, du willst nicht darum kämpfen? Ich brauche einen klaren Kopf, um das Unternehmen umzubauen. Ich habe Vater ein Versprechen gegeben. Ludwig und du, ihr habt euch sicher oft darüber ausgetauscht, was zu tun ist, wie es weitergehen soll. Ich werde das Unternehmen komplett neu ausrichten. Ja, ich weiß. Nachhaltiger, bodenständig. Profit ist nicht alles. Ich will, dass wir unsere Ressourcen nutzen. Das Gestüt, die Forstwirtschaft, Ländereien, LCL und Investitionen, die wir unter Kontrolle haben. Keine Luftbuchungen rund um den Globus. Wir haben jetzt die Chance auf einen Neuanfang. Aber dafür müssen wir uns auf das besinnen, was wir können. Und die Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Anstatt immer nur Geld und noch mehr Geld anzuhäufen, ohne Rücksicht darauf zu nehmen, wo es herkommt oder wer am Ende darunter leidet. Naja, das ist sicher der richtige Weg. Aber? Hagen, das braucht Zeit. Vertrauensbildende Maßnahmen. Das wird Widerstände geben. Damit rechne ich.
Sebastian mit Tanja im Rücken wird sich mit aller Kraft gegen die Neuausrichtung wehren. Dabei brauchen wir gerade in der Familie dringend einen Neuanfang. Ich will, dass endlich wieder Frieden herrscht. Wir sollten uns von diesen ganzen geschäftlichen Dingen nicht noch weiter auseinandertreiben lassen, aber Sebastian macht's mir nicht leicht. Ihr seid Brüder. Ihr seid gewissermaßen dazu verdammt, einen gemeinsamen Weg zu finden. Ja, das werden wir. Vielen Dank. Wir werden da sein. Ja. Der Termin heute Nachmittag im Wirtschaftsministerium steht. Und dort treffen wir den chinesischen Funktionär. Er hat nur ganz wenige Termine mit deutschen Firmen vereinbart. Aber wir sind dabei. War allerdings nur der erste Schritt. Jetzt müssen wir die Chinesen erstmal von unserem Projekt überzeugen. Wieso? Unsere Mode steht genau für das, was die Kundinnen dort wollen. Weltoffenheit, Luxus, Eleganz. Wir werden China im Sturm erobern. Die Kaufkraft dort ist gigantisch und wir beide. Wir schnappen uns jetzt das dickste Stück vom Kuchen. Mich hast du doch längst überzeugt. Stell dir doch mal diesen riesigen Markt vor, den wir erschließen werden. Wir werden Flagship-Stores eröffnen in Shanghai, in Peking, in Hongkong. Tanja. Ich stimme mich nur schon mal ein bisschen auf die Präsentation gleich ein. Wir müssen aber nicht nur die Chinesen überzeugen, wir müssen jetzt erst mal die eigene Familie überzeugen. Du meinst Hagen? Ja, natürlich Hagen. Da ist bestimmt wieder irgendwas einzuwenden, wenn es um China geht. Sei es jetzt Umweltbedingungen, Arbeitsbedingungen, Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Ganz ehrlich? Der geht mir auf den Sack mit seiner Ökomanie. Vermutlich müssen wir bald unsere Pullover auch noch aus Jute stricken. Aber wenn deine Familie dann erstmal erkennt, was für Riesengewinne du einfährst, dann werden sie alle auf deiner Seite stehen. Alle. Ehrlich, ich hab damit nichts zu tun. Ich wollte mich aus euren Geschäften sowieso raushalten. Wolltest du. Hast du aber nicht. Also steckst du damit drin? Wie heißt dein Kumpel nochmal? Sascha? Wo finde ich ihn? Wird langsam heiß, das Ding. Okay, das wird mir jetzt hier zu blöd. Ich rufe die Polizei. Ja, gute Idee. Ich hätte da nämlich auch ein paar Informationen, für die sich die Bullen bestimmt brennend interessieren. Ach ja? Ja. Ich kann denen alles erzählen über die Dinge, die Sascha so in den letzten Jahren gedreht hat. War ja nicht das erste Mal, dass er Sachen vertickt hat, die ihr irgendwo vom LKW gefallen sind. Sag mal, ist er nicht sogar vorbestraft? Also, wo ist dein Kumpel? Er ist nicht mein Kumpel. Jedenfalls nicht mehr. Wirklich, ich habe ihn schon lange nicht mehr gesehen. Meine Jungs sitzen alle im Knast, weil er sie verraten hat, richtig? Schon möglich. Aber mich haben sie nicht geschnappt, die Bullen. Gut für mich. Schlecht für euch. Wo ist denn unser neuer Chef? Hagen arbeitet sich in die laufenden Geschäfte ein. Weiß er denn nicht, dass die wichtigsten Dinge beim Essen besprochen werden? Hm. Ist das so? Mir fällt gar nichts ein. Tanja und ich treffen heute Nachmittag einen hohen chinesischen Wirtschaftsfunktionär. Wozu? Um die Möglichkeit zu besprechen, mit LCL den chinesischen Markt zu erschließen. LCL soll nach China expandieren. Wir glauben, das ist ein sehr lukratives Geschäft. Das wäre eine Riesenchance für LCL. Wir sind längst auf dem chinesischen Markt. Unsere Kollektionen werden dort als illegale Plagiate produziert. Nennen wir also einen Grund, warum die Chinesen auf einmal das Zehnfache ausgeben sollten. In China entwickelt sich gerade eine breite, wohlhabende Mittelschicht, die ihr Geld sehr gern ausgeben wird für gute Qualität. Machst du doch auch, oder? Wer hat es eingefädelt, Tanja? Ich bin durchaus selbst in der Lage, einen Geschäftskontakt herzustellen. Außerdem, wenn wir erstmal offiziell drin sind im chinesischen Markt, haben wir eine viel bessere Handhabe, gegen diese Plagiatoren vorzugehen. Und die Firma kann Millionen wiedergutmachen. Weiß Hagen davon? Das war mal wieder ausgezeichnet, Freundin. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich das vermisst habe. Vielen Dank. Wirklich sehr lecker. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Also weit kommt's noch. Ich brauche da noch eine Auflistung des gesamten Bestandes des Forstes. Setz ich mich sofort ran, mach dir eine Liste. Ich find's wirklich gut, was du vorhast. Das nennt man dann wohl zurück zu den Wurzeln. So in etwa. Ja, entschuldige, bevor du hier die ganze Welt eroberst, solltest du mit ihm darüber reden. Es geht ja lediglich darum, einen ersten Kontakt zu knüpfen. Der nicht nötig wäre, wenn er nicht seine Zustimmung gibt. Warum sollte er die verweigern? Wir sind ein Unternehmen. Wir leben von Gewinn.
Bastian, das bezweifle ich ja nicht. Aber wie gesagt, du solltest mit Hagen darüber reden. Da kommst du nicht drum rum. Natürlich werde ich mit Hagen darüber reden. Schließlich ist er der große Experte für globale Modeindustrie. Sobald die Sache spruchreif ist. Aber wie gesagt, im Moment sind das alles nur vage Ideen. Na gut, dann lass ich dich mal. Danke, Thomas, wir sehen uns. Hier steckst du. Na, richtest du schon dein neues Büro ein? Hier fühle ich mich am wohlsten. Aber ihr kriegst auch eine ganze Menge nicht mit. Was meinst du? Sebastian und Tanja planen gerade, mit der Firma nach China zu expandieren. Es war klar, dass der Tag kommen wird, an dem jemand diese Idee hat. Und diese Idee hat leider nichts mit deiner Neuausrichtung zu tun. Ja. Tja, sieht so aus, als ob sich die Fronten gegen dich formieren. Darüber wollte ich sowieso mit dir sprechen. Du hast bei der Abstimmung für mich gestimmt. Ja. War das bloß ein Stimmungsbild des Moments oder kannst du dich mit meinem Kurs identifizieren? Weißt du, wenn Vater wirklich so gestorben ist, wie du es geschildert hast, und wenn wir mitschuldig sind, dann ist es Zeit, umzudenken. Es war so. Ich freue mich, dass du so denkst. Die Frage ist nur, wie weit du mit dem Engagement für die Sache gehen willst. Was meinst du? Naja, du warst Investmentbanker. Du durchblickst diese ganzen Transaktionen besser als ich. Ich brauche Hilfe. Eine rechte Hand. Sebastian hat mich gerade erst als Geschäftsführer aussortiert. Und deswegen ist es mir ein umso größeres Vergnügen, dein Angebot anzunehmen. Du wolltest mich sprechen? Schön, dass du kurz Zeit hast. Klar. Worum geht's? Ich habe erfahren, dass du und Tanja Pläne habt, mit LCL nach China zu expandieren. Das hat sich ja schnell rumgesprochen. Wenn du es am Mittagstisch erzählst? Sagen wir so, Pläne ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Das sind vage Ideen. Nichts Spruchreifes. Trefft euch nachher mit einem ziemlich hohen Tier der chinesischen Wirtschaft? Ja gut, man muss ja mal vorfühlen, wie unsere Chancen überhaupt so stehen. Ihr hättet euch vorher ein Meinungsbild der Familie einholen müssen. Du meinst dein Meinungsbild? Hagen, wenn das klappt, also wenn wir es irgendwie schaffen, einen Fuß in den chinesischen Markt zu bekommen. Ich will keinen Fuß im chinesischen Markt. Hallo. Hallo, Entschuldigung, wen darf ich anmelden? Ach, ich bin wegen der Reparaturen hier. Die Schuftis, Sie wissen schon, die kaputte Tür im Lager? Ach ja, Ihre Kollegin ist. Genau, ich weiß, ich kenne mich auch schon aus. Mhm. Und der junge Mann gehört zu mir. Ja. Andi, hey! Hallo, sag mal, ist alles in Ordnung? Was? Du warst so komisch am Telefon. Ich suche nur Sascha. Ja, der ist bei Sebastian im Büro, um Elektrokram austauschen. Sag mal, willst du mich der Lady nicht vorstellen? Doch, klar. Das ist Bella. Hey. Du bist also Bella. Ja. Ich hab schon viel von dir gehört. Ja, das ist nur ein Kumpel. Mütze. Für meine Freunde. Okay, Mütze. Ich hab ehrlich gesagt noch nichts von dir gehört. Das lässt sich bestimmt nachholen. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt aber auch mal ins Büro. Zu Sascha. Ich muss auch wieder zu meiner Tür. Bis später. Ganz schön heißer Feger, deine Bella. Ja? Bestimmt eine Granate im Bett. Hör zu, das ist nicht meine Bella, okay? Das ist bloß eine von vielen, eine Flamme. Umso besser. Dann ist sie ja noch zu haben. China boomt derzeit wie kein anderes Land auf dieser Welt. Noch dazu ist der dortige Modemarkt völlig unterentwickelt. Das heißt, wenn wir jetzt da reingehen, dann profitieren wir von diesem Boom. In 2-3 Jahren ist es wahrscheinlich zu spät. Sebastian? Ich möchte weder jetzt da reingehen, noch in 2-3 Jahren. Hast du mir gerade zugehört? Habe ich. Ich möchte, dass wir einen Konsolidierungskurs fahren und uns auf das Kerngeschäft beschränken. Wozu denn? Die Gewinnaussichten auf dem chinesischen Markt sind doch weitaus höher als bei unserem sogenannten Kerngeschäft. China hat eine andere Sprache, eine andere Kultur, ein anderes Rechts- und Wertesystem. Das sind doch alles erstmal nur Vorgespräche. Wir lernen uns doch alle erstmal kennen.
Außerdem gibt's Dolmetscher. Und was die Rechtslage angeht, darum kümmere ich mich. Sebastian, um es ganz klar zu sagen, wir machen keine Geschäfte mit Partnern, die unsere ethischen Standards nicht teilen. Und Fong ist ein seriöser, äußerst angesehener Geschäftsmann. Der sein Geld durch Ausbeutung seiner Arbeiter in unmenschlichen Fabriken angehäuft hat. Was ja nicht so bleiben muss. Wenn wir erstmal vor Ort produzieren, dann können wir doch von da aus viel besser einwirken auf die Produktionsbedingungen vor Ort, Mindestlöhne etc. Also dafür, dass das nur Vorgespräche sind, seid ihr schon ganz schön weit? Wir haben doch nur die Möglichkeiten abgewägt. Und damit ist jetzt Schluss. Lahnstein Enterprises macht keine Geschäfte mit China. Wie kommst du eigentlich dazu, dich so aufzuspielen? Bitte? Du kommst hier an, krempelst alles um, behandelst uns alle wie Kleinkinder, die in deiner Abwesenheit nichts Besseres zu tun hatten, als im Sandkasten zu sitzen. Dabei sind Tanja und ich Profis. Was bist du? Ich bin jemand, der gesehen hat, wo es hinführt, wenn man Profis wie euch das Ruder überlässt. Du wolltest aber nie ans Ruder. Du hast ja lieber immer deine Spielwiesen gesucht. Ja. Sei es dein Diamantenschürfen am Amazonas, weil dein Morgenkaffee besser aus einer Blechtasse schmeckt oder dein Gestüt, weil es da so schön nach Heu riecht. Alles Dinge, die Vater nicht das Leben gekostet haben. Eure Art der Verantwortungslosigkeit aber schon. Hagen, es ist lächerlich. Du bist ja nicht nur unfähig, du bist auch total paranoid. Stiefelst dir rein und erzählst mir, dass du die Familie zusammenführen willst? Du spaltest sie, mein Lieber. Du benimmst dich nicht wie ein großer Bruder, du benimmst dich wie ein großes Arschloch. Moment. Sebastian, es geht um Sachfragen, um nachhaltige Strategien, um Zukunft. Mach daraus jetzt keinen Bruderkrieg. Bruderkrieg? Wer hat den denn angezettelt? Robinson. Harmonie, wohin man schaut. Wir hatten eine kleine Diskussion. Lass mich raten. China? Dort werden immer noch Umwelt- und Menschenrechte mit Füßen getreten. Das können wir nicht ignorieren. Deshalb ignorieren wir lieber, dass die Welt ist, wie sie ist. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Ja, das ist auch dein gutes Recht. Ich glaube auch, dass du einen guten Job machen wirst, Hagen. Aber Sebastian hat auch einen guten Job gemacht. Er war wirklich für die Familie da. Und als Jurist versteht er eine Menge von Geschäften. Hat das auf einmal keinen Wert mehr? Sebastian hat sich wirklich über deine Rückkehr gefreut. Oder um es noch ein bisschen saftiger zu formulieren, er liebt dich. Ja, das hoffe ich doch. Geht mir nicht anders. Dann zeig's ihm. Indem ich seine Pläne befürworte, die ich für falsch halte? Nein. Die Vater niemals gut geheißen hätte? Nein. Indem du ihm einfach mehr Respekt zeigst. Oder zumindest nicht seine Fähigkeiten ignorierst. Das tue ich nicht. Doch, das tust du. Das tue ich nicht. Doch, das tust du. Und wenn du so weitermachst, dann wird euer sogenannter Bruderkrieg eskalieren. Und ich glaube nicht, dass Papa das gut geheißen hätte. Eine nette Begrüßung. Mütze ist im Burrito-Wagen aufgetaucht und hat nach dir gefragt, um es mal harmlos auszudrücken. Ich bin hier. Was gibt's? Ihr werdet einen Job für mich erledigen. Wie bitte? Noch heute Nachmittag. Ihr werdet die Waren an einem ausgemachten Ort in Empfang nehmen und an einem anderen Ort übergeben. Ich arbeite nicht mehr für dich. Ich bin raus. So einfach ist das nicht, mein Lieber. Glaubst du, du kannst es an die Bullen verpfeifen und dann einfach fröhlich so weitermachen wie bisher? Meine Leute brennen schon darauf, es dir heimzuzahlen. Bisher konnte ich sie noch davon abhalten. Aber nur, weil ich jemanden brauche, der für mich arbeitet. Hey, hier geblieben. Ihr macht den Job zusammen. Auf keinen Fall. Lass ihn in Ruhe, ich mach den Job allein. Nix da. Ich will euch beide. Es wird das letzte Mal sein. Und dann sind wir quitt. Ich nehme das mal als Zustimmung. Ihr hört von mir. Haltet euch bereit. Wie kommst du eigentlich dazu, dich so aufzuspielen? Ich bin jemand, der gesehen hat, wo es hinführt, wenn man Profis wie euch das Ruder überlässt. Du wolltest aber nie ans Ruder. Stiefelst dir rein und erzählst mir, dass du die Familie zusammenführen willst? Du spaltest sie, mein Lieber. Du benimmst dich nicht wie ein großer Bruder, du benimmst dich wie ein großes Arschloch. Sebastian hat auch einen guten Job gemacht.
Er war wirklich für die Familie da und als Jurist versteht er eine Menge von Geschäften. Hat das auf einmal keinen Wert mehr? Und ich glaube nicht, dass Papa das gut geheißen hätte. Woher weiß Hagen von unseren China-Plänen? Nicht von mir. Elisabeth, er war vorbereitet. Also hat es ihm jemand erzählt. Wenn nicht du, dann Tristan. Du hättest das sowieso nicht hinter seinem Rücken durchziehen können. Nein, das hätte ich nicht. Aber diese scheiß Ökonummer, die kotzt mich an! Dann findest du also nicht, dass er recht hat? Wir werden diese Welt nicht retten. Aber wir werden pleite gehen. Aber bitte, guckt alle schön weiter durch die rosarote Brille. Hagen will doch das Familienimperium der Landsteins nur neu ausrichten. Nachhaltig, ökologischer, solider. Ich meine, was spricht dagegen? Ja, das sind alles wunderschöne Ideen, die wir uns aber leider nicht leisten können. Elisabeth, ich bitte dich, red noch mal mit ihm. Wir haben doch jetzt die Chance, das größte Geschäft der letzten Jahre abzuschließen. Wenn wir uns die durch die Lappen gehen lassen, dann sind wir schlicht und ergreifend nicht mehr konkurrenzfähig. Ja, ich verstehe deine Argumente. Aber ich verstehe auch Hagen. Sebastian, ich will doch nur, dass du Hagen als Familienoberhaupt akzeptierst. Ludwig hat ihn ausgewählt. Stimmt. Und mein Vater hat ja schon immer ein sehr geschicktes Händchen bewiesen bei der Auswahl seines Nachfolgers. Ansgar hat uns fast in den Ruin getrieben. Nur so viel zum Urteilsvermögen meines Vaters. Ja, in einem gebe ich dir recht, natürlich. Ansgar war ein Fehler. Aber jetzt ist Hagen Familienoberhaupt. Ach komm, Sebastian, du reagierst doch nur so, weil du dich übergangen fühlst. Wer fühlt sich denn hier übergangen? Hättest du nicht sehr gerne den Stellvertreterposten gehabt, den Tanja jetzt innehat? Und dass du dich jetzt auf Hagens Seite schlägst, das machst du nicht aus Überzeugung, nein. Das machst du, weil du es mir heimzahlen willst. Das muss ich mir von dir nicht sagen lassen. Ich habe immer im Interesse dieser Familie gehandelt und ich will dir nichts heimzahlen. Ich will, dass Frieden in dieser Familie einkehrt, genauso wie Hagen. Ich möchte doch nur, dass du deinen Bruder unterstützt und nicht bekämpfst. Je mehr du dich gegen Hagen stellst, umso mehr isolierst du dich doch von allen. Und alleine, glaub mir, alleine erreichst du gar nichts. Warum ist das meine Schuld? Du hättest ihn erst gar nicht hierher bringen dürfen. Dann hätte ich jetzt meine Hand im Sandwich-Grill. Natürlich bringe ich ihn zu dir. Du hast uns den ganzen Mist erst eingebrockt. Ich habe seine Bande an die Bullen ausgeliefert, damit wir sauber aus der Sache rauskommen. Ach, jetzt soll ich dir dafür auch noch dankbar sein? Ich wollte bei der ganzen Aktion gar nicht erst mitmachen, aber du konntest den Hals ja nicht vollkriegen. Du ja auch nicht, sonst hättest du nicht mitgemacht. Jetzt haben wir diesen ganzen Mist schon wieder an der Backe. Ich glaub's nicht. Echt. Mann, es tut mir leid. Ich dachte, die hätten Mütze gekriegt. Dann rufen wir jetzt die Polizei. Sollen sie ihn jetzt schnappen? Alter, spinnst du? Sascha, der Typ ist gefährlich. Ja, eben. Und deswegen hat er Mittel und Wege, sich aus dem Knast an uns zu rächen. Es bleibt uns nichts anderes übrig als... Nein, vergiss es. Ich mach da nicht mit. Scheiße! Alles in Ordnung? Sebastian hat mir unterstellt, ich würde dich nur unterstützen, weil er mich bei der Wahl zu seinem Stellvertreter übergangen hat. Und stimmt das? Nein, natürlich nicht. Aber ja, ich war mit seiner Entscheidung nicht glücklich. Aber doch nur, weil Tanja nicht im Sinne der Familie handelt, sondern immer nur in ihrem eigenen Interesse. Ach, er hat sie ja nur zur Stellvertreterin gemacht, um seine Beziehungsprobleme zu lösen. Dich trifft sein Vorwurf. Ja, das tut er. Weil ich im Gegensatz zu Tanja dieser Familie immer loyal gegenüber gewesen bin. Ach. Elisabeth. Ich weiß das. Sebastian weiß das im Grunde auch. Er ist nun gerade zu verletzt, um es zuzugeben. Dein Gespräch mit Sebastian ist auch alles andere als gut gelaufen, oder? Er hasst mich. Wie kann man nur so blöd sein? Der hat überhaupt gar keine Ahnung, worum es hier geht. Kann er nicht einfach wieder auf die Insel verschwinden? Entschuldigung, er ist dein Bruder, aber... Schon gut. Du sprichst mir gerade aus der Seele. Was ist mit der chinesischen Delegation? Wir lassen den Termin jetzt nicht einfach sausen, oder? Elisabeth hat recht. Die Familie steht auf Hagens Seite. Ich werde mich mit ihm arrangieren müssen. Ich habe ihm anscheinend das Gefühl gegeben, dass alles, was er bisher hier erreicht hat, wertlos ist. Und jetzt habe ich auch noch seine China-Pläne abgelehnt. Aber du hattest deine guten Gründe. Ich habe Sebastian übrigens noch einmal eindringlich gebeten, dich zu unterstützen.
Das wird er niemals tun. Aber ja, er ist doch nicht Ansgar. Er hat durchaus die Fähigkeit, seine Meinung zu ändern. Und er wird irgendwann deine Firmenpolitik verstehen und dann auch unterstützen und mittragen. Nicht so lange mit Tanja zusammen ist. Was heißt reden? Um ihn zu überzeugen, oder was? Reden, ja. Überzeugen lässt er sich ja ohnehin nicht. Oh, warum willst du dann mit ihm reden? Ich werde mich ihm unterordnen. Genauso, wie Elisabeth das von mir verlangt hat. Spinnst du? Du gibst doch jetzt nicht klein bei. Ich werde ihm eine Unterstützung anbieten. Ich kann ja wohl schlecht den Anschluss an die Familie verlieren. Aber LCL wird den Anschluss an den asiatischen Markt verlieren? Ich werde ihn in Sicherheit wiegen. Und dafür lässt er mich in Ruhe. Sodass ich in aller Ruhe meinen Geschäften nachgehen kann. Ohne dass er was merkt? Ja. Und wenn es dann erst mal soweit ist, wenn die Verträge unterschrieben sind, dann wird uns schon einfallen, wie wir das Geld auftreiben, das wir investieren müssen. Und dann, spätestens dann, nämlich wenn sich die ersten Erfolge eingestellt haben, wird diese Familie wissen, hinter wem sie zu stehen hat. Und dann ist das nur noch eine Frage der Zeit, bis du den Laden wieder schmeißt. Frittenbrühe, dieser Idiot. Das wird ihm noch leid tun. Hallo, Anni. Frank? Was machst du denn hier? Charlie hat mir erzählt, dass du und Sascha den Laden schmeißt, solange Emilio im Ausland ist. Finde ich gut von euch. Hör mal, machst du mir ein Burrito? Aber so richtig scharf, ja? Klar, kommt sofort. Du, sag mal, darf ich dich was fragen? Klar, schieß los. Ihr habt doch neulich diese Hehlerbande geschnappt. Ja, deswegen haben wir dich und Sascha ja auch laufen lassen. Und, habt ihr da alle gefasst, die du fassen wolltest? Ja, bis auf den Chef. Alle. Aber den kriegen wir auch noch, sobald er wieder aktiv wird. Warum fragst du? Das Klarinette gelernt. Das wäre nicht schlecht. Dann sehen wir uns später. Bella! Andi? Mein Burrito. Entschuldigung. Na, wie geht's dir? Gut. Und dir? Hier. Danke. Wenn es irgendwas gibt, was ich wissen sollte, machst du bestimmt nicht nochmal den gleichen Fehler wie neulich, oder? Nein, Quatsch. Hey, wenn ich irgendetwas weiß, dann sage ich dir natürlich sofort Bescheid. Ich wünsche euch was. Schatz, dieser Typ da vorhin, hast du den zufällig getroffen? Den Mütze? Ja, das ist echt ein schräger Typ, oder? Woher kennt ihr euch eigentlich? Das ist eine lange Geschichte. Sehe ich dir irgendwann mal in Ruhe. Jetzt muss ich schnell zu Sascha. Du warst doch eben erst da. Also dafür, dass ihr euch die ganze Zeit streitet, seht ihr euch ziemlich häufig. Ja, ich soll ihm ein Burrito vorbeibringen. Tu mir einen Gefallen. Halt dich von Mütze fern, okay? Bist du eifersüchtig? Nein, ist auch egal. Ja, und ich mach dann jetzt kurz zu, oder? Ja, ja.
Familie zusammen. Hey, Sascha. Hey. Wir ziehen das Ding mit Mütze durch, ein letztes Mal. Alter, spinnst du? Ich habe mir noch mal Gedanken darüber gemacht. Ich gehe zu Helmke, rede mit ihm und lass dich dabei raus. Nein, das wirst du nicht tun. Er hat mir gedroht, obwohl du seine Leute verpfiffen hast. Ich hänge da jetzt mit drin und Bella auch. Sascha, er wird Bella etwas antun, wenn wir nicht mitspielen. Und darauf werde ich es sicher nicht drauf ankommen lassen. Was für ein Arschloch. Wir ziehen das Ding mit dem Typen jetzt noch einmal durch und dann sind wir da raus. Okay. Tut mir leid, dass ich hier reingezogen habe. Das war keine Absicht. Wenn er Bella ein Haar krümmt, hau ich ihm eine rein. Hagen? Sebastian. Was machst du hier? Ich habe Vater besucht. Ja, ich weiß, es klingt komisch, ich habe ihn ja selber auf der Insel begraben. Aber ich bin auch oft hier. Ehrlich? Vielleicht sind wir beide uns ja ähnlicher, als wir denken, du und ich. Die gleichen Gene. Ich möchte mich entschuldigen, ich habe da wohl überreagiert, tut mir leid. Ist das dein Ernst? Der Moment, als du wieder aufgetaucht bist, da habe ich mich gefreut. Ich weiß ja, dass du und Vater, dass ihr beiden durch die Hölle gegangen seid. Und ich bin froh, dass wenigstens du es geschafft hast. Ja, und was die Firma angeht, deine Ideen sind richtig. Das ist jetzt ein ziemlich plötzlicher Sinneswandel. Das ist auch ein ziemlich plötzlicher Wechsel der Strategie. Darf ich mich bitte kurz daran gewöhnen? Das heißt, du trägst den Konsolidierungs- und Nachhaltigkeitskurs mit? Hagen, das wird kein Picknick. Es ist schwer genug, eine Firma wachsen zu lassen. Sie zu schrumpfen ist noch schwieriger, ohne dass es uns den Hals bricht. Ja, das wird ein Kraftakt. Wir können es zusammen schaffen. Das ist dann wohl genau das, was er gewollt hätte, oder? Ja. Ja, das ist es. Dann lass es uns versuchen. Neue China-Geschäft? Wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Umstrukturierungen vor Ort. Und Hagen, uns geht da ein Riesengeschäft durch die Lappen. Nein, nein. Ich merke ja, dass dieses Jahr auf der Insel dich verändert hat. Du bist immer noch du. Du bist mein Bruder. Danke für dein Vertrauen. Bleiben jetzt einfach auf Standby und warten auf ein Zeichen von Mütze. Und kein Wort zu niemandem, klar? Ja, ja. Nein, nicht ja, ja. Das kann verdammt noch mal schief gehen. Keine Fehler, keine Extratouren, okay? Kapiert? Alles klar. Du bist ja noch hier. Hey, aber ich bin auch schon wieder auf dem Sprung. Ich muss zu dem Wagen. Ich habe deinen Kumpel, diesen Mütze, schon wieder getroffen. Ja, wo hast du ihn gesehen? Am Eingang. Was ist da eigentlich für ein bescheuerter Name, Mütze? Was wollte er von dir? Er wollte, dass ich Sascha das hier gebe. Oh, das kann ich doch machen. Wieso? Ich denke, du hast es eilig. Ja, aber das dauert doch nur eine Minute. Sag mal, ist alles okay? Klar. Oder drehst du wieder irgend so ein krummes Ding mit Sascha? Ach, Quatsch, wie kommst du denn darauf? Naja, weil ihr plötzlich wieder unzertrennlich seid, obwohl ihr euch eigentlich gestritten habt und nichts mehr miteinander zu tun haben wolltet. Und jetzt hängt ihr die ganze Zeit miteinander rum. Na, ich häng doch nicht mit Sascha rum. Wir schmeißen zusammen diesen Wagen. Und das nur Limits. Da hat man eben oft was zu besprechen. Und dieser Mütze, was ist das für ein Typ? Du wolltest mir noch sagen, woher du den kennst. Das
ist halt ein alter Kumpel von Sascha. Die haben sich lange nicht gesehen, da habe ich die wieder zusammengebracht. Also ist es doch so ein Krimineller, oder was? Hätte ich mir doch gleich denken können, wie der schon alleine aussieht. Und das ist bestimmt ein geklautes Handy, oder? Was? Nein, du guckst so viele Filme, Schatz. Das ist einfach nur ein Ersatzhandy, weil Sascha seins verloren hat. Ich habe einen Termin. Naja, vielleicht sehen wir uns ja später noch. Sascha. Es geht los. Du magst in einigem Recht gehabt haben. Vater. Aber in einem Punkt hast du dich geirrt. Ich kann diesen Job. Und zwar besser als du und Hagen zusammen. Irgendwie auch schade, dass du das nie begriffen hast. Und jetzt entschuldige mich bitte. Ich muss in die Oper. Wow. Habt ihr eine Audienz beim Papst? Ja, wir wollen uns die Absolution erteilen lassen. Damit er dich nach deinem Tod heilig spricht für all deine guten Taten. Die heilige Tanja, das klingt wirklich gut. Ich werde es anregen. Und wo soll's hingehen? In die Oper. Sie geben den Freischütz in dieser neuen Inszenierung. Oh, der hat richtig gute Kritiken bekommen. Wir kommen übrigens zu spät, wenn wir nicht losfahren. Ist ja gut. Ihr Wagen steht bereit. Sehr gut, danke. Wir haben die Loge. Super Plätze. Ihr glaubt doch nicht, dass ich euch die Nummer abkaufe. Sebastian und Tanja wollen den Deal mit den Chinesen anscheinend doch noch durchziehen. Was soll das heißen? Ich habe sie gerade in der Halle getroffen. Sie hatten sich beide in Schale geworfen und wollten mir erzählen, dass sie in die Oper gehen. Und? Vielleicht gehen sie ja wirklich in die Oper. Nein, gehen sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Oper ist dicht. Es gab einen Wasserschaden im großen Haus, stand heute Morgen in der Zeitung. Das haben die beiden bei ihrer intensiven Alibi-Recherche anscheinend übersehen. Du musst was tun, Hagen. Ah, geht's los. Ich habe hier noch ein paar Entwürfe zusammengesucht. Die könnten den Chinesen gefallen. Gute Arbeit, Rebecca. Danke. Der könnte hilfreich sein. Wir nehmen sie auf jeden Fall mit und hoffen, dass wir dazu kommen, sie zu zeigen. Ist ja echt toll, dass Hagen doch noch seinen Segen für das Projekt gegeben hat. Hat er nicht. Was? Aber wie wollt ihr denn dann... Also wir lassen Hagen erstmal außen vor. Er hat so viel Angst. Hagen. Angst. Er hat viele schlimme Dinge erlebt. Das muss man erstmal verarbeiten. Also wir werden ihm die Angst natürlich nehmen. Ganz behutsam. Sowas braucht Zeit. Ich glaube euch kein Wort. Sagen wir mal so, es wäre ganz gut, wenn Hagen von unserem Alleingang nichts erfährt. Ich werde ihm nichts sagen. Auch sonst niemanden, Rebecca. Ja, ihr könnt euch auf mich verlassen. Viel Glück. Danke. Jetzt erst recht. Bist du dir sicher, dass das hier ist? Ich habe extra die Adresse nochmal wiederholt. Auto abholen, Ware hier liefern.
kommen sicher gleich. Mann, wir sitzen hier echt wie auf dem Präsentierteller. Mit 500 geklauten Handys im Kofferraum. Echt super. Hallo? Die Abnehmer verspäten sich. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Reg dich ab. Es sind nur 5 Minuten. Bleibt einfach da, wo ihr seid. Okay, 5 Minuten, aber keine Sekunde länger, ja? Mann, Sascha, ich habe echt kein gutes Gefühl bei der Sache. 5 Minuten ist die Sache vorbei. Ist das nicht Helmke? Was macht denn der hier? Na, dreimal darfst du raten. Sicher Zufall. Ja, klar. Wir sind wahrscheinlich hier, weil wir die schöne Aussicht genießen wollen. Runter! Oh Mann, dann sind das alles seine Zivilkollegen. Die sind wegen uns hier, das ist eine Falle. Nervös? Ach, eher gespannt und vorfreudig. Ach, wir sind gut vorbereitet. Wir werden sie überzeugen. Dir werden sie sowieso nicht widerstehen können. Wo ist eigentlich Frau Schmidt? Die wollte doch den Wagen bestellen. Ach, Frau Schmidt, ist der Wagen bereit? Welcher Wagen? Den wir bestellt hatten. Aber der Termin wurde doch abgesagt. Es kam dieser Anruf. Wie bitte? Du hast richtig gehört. Hagen, das hier ist nicht so, wie es aussieht. Doch, Bruder. Das ist es. Und es ist nicht nur so, dass du mich hintergangen hast, nein. Du hast mir am Kreuz unseres Vaters ins Gesicht gelogen, eine Versöhnung vorgespielt, eine Farce. Ihr wollt einen Kampf mit allen Mitteln? Bitte? Den könnt ihr haben.